Was kannst du mir über die Arafo erzählen? Well, except for those of us who run the stations, we mostly live on the road. The people of the convoy, some folks call us. And we've turned that way of life into a business. Arapaho Service Stations, Iron Thunder Logistics, Arapaho Caravan Protection and so on. Arapahos sind quasi so Vagabunden im Endeffekt, die aber überall ihre Stationen errichtet haben. Ihre Werkstätte halt natürlich. Damit sie, ne, Orte haben, wo man Freunde findet und sein Auto reparieren kann und so. While other folks were eating each other in the suburbs or fighting over mansions in Broadmoor Heights, we kept to the wildlands and didn't come back until civilization had reestablished itself. And when we came back, we came with services people needed. Transportation, protection and repair. Been living well ever since. Ich hätte wirklich so gern eine Dialog-automatisch-fortsetzen-Option, weil dass ich nach jedem Sätzchen A drücken muss, nervt mich ein bisschen. Naja, stellt ihr auch Außenstehende ein? Sure we do, if they're good enough. Takes a lot of skills to be better than an Arapaho, though. Na dannchen. Auf wieder, tschüss. You take care now. Ich hätte schon mal, ach komm, gucken wir kurz, was er verkauft. Aber eigentlich macht es, glaube ich, noch gar keinen Sinn. Genau, für unser Vehicle. Ein Werkzeugkasten. Moment mal, dieser schwere Kasten beinhaltet alle Werkzeuge, die du brauchst, um einfache Reparaturen durchzuführen. Mechanik plus 1. Aber das ist ein Verbrauchsgegenstand. Okay. Eine verbesserte Truckhupe. 10-4. Kollege, was ist deine 20? Hä? Bitte? Nashornkanone. Ja, wenn wir dann später mal Autos nutzen, richtig, dann ist das nützlich. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Doc Parker. Deswegen sind wir hier. Ein Linebacker. Ich weiß nicht, was das ist. In einem Laborkittel. Dieser Arzt ist offensichtlich erschöpft, arbeitet aber fieberhaft daran, den blutigen Körper einer bewusstlosen jungen Frau zu verbinden. Hey, Doc. Quan, hope you won't take offense, but I've got no time for niceties. Dying people take precedence. Understood, brother. Können wir irgendwie helfen? Er gestikuliert in Richtung der verletzten Patienten in der Nähe. They're in bad shape, and I don't have the time or tools to save them. Du kannst auf uns zählen. Was können wir tun? Seine Schultern senken sich vor Erleichterung. Thank you. The things I need most are a suture kit, an injury kit and a medic pack. Got that? These folks are literally dying on us, so don't fuck around. Hab ich doch bestimmt alles. Hab ich doch nie benutzt. Nähausrüstung, Verletzungskasten und Verbandskasten. Aber garantiert doch. Super Suppe, Dankeschön für die Donation. Super nett von dir. Vielen Dank. Wollte einfach mal Danke sagen. Danke, das gebe ich gerne zurück, das Danke. Freut mich sehr. So. Also. Und er dankt uns auch. Jeder dankt jedem. Ist das nicht schön hier? Wir sind dabei. We'll talk more when you come back. So, jetzt passt auf. Das ist nämlich leider hier alles ein bisschen umständlich, muss man schon sagen. Jetzt müssen wir erstmal schnell ins Menü gehen und gucken. Am besten, ich weiß nicht, ob das für die Quest hier jetzt wirklich notwendig ist, aber schauen wir mal, wer gleich nochmal unser bester Arzt ist im Team. Der Basti kann Erste Hilfe am besten. Es gibt eh keinen anderen Mediziner. Oder? Skill. Ne, passt schon. So, Basti. Und jetzt gehen wir ins Inventar. Ich nehme ein Verletzungskasten.
Haben wir ein Nähset? Da bin ich mir nämlich leider echt nicht sicher. Jetzt wartet mal. Oh nee. Ah ja. Waffen, Rüstung, Munition, Matchspritze, Verbandskasten, Nitroschaden, Verletzungskasten, Reparaturkasten. Ha, haben wir gar nicht. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Wirklich. Ich dachte, wir haben doch bestimmt schon alles. Aber gut. Abraxe! Danke für die Bits. Hey, apropos, jetzt wo ich es gerade sage. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, oder? Spielen wir mal wieder unser Bit-Dingens ein. Wo ist es denn? Ich finde es nicht mehr in meiner Liste. Irgendwo ist es bestimmt noch. Keine Ahnung, ich finde es gerade nicht. Vielleicht habe ich es versehentlich mal irgendwie rausgenommen. Dann leider doch nicht. Trotzdem, danke. Ach doch, hier ist es. Na dann. Morgen, Zelda, auch dir danke für die Bits. Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Dankeschön für die Bitregen ins Glas. So, wir haben anscheinend doch leider keinen Nähkasten. Finden wir hier bei dir zufällig irgendwas? Das wäre ja praktisch, ne? Dann müssen wir später zurückkommen. Oder wir finden vielleicht noch irgendwo einen Händler oder so. Ah, Nähausrüstung. Na, schau dir das an. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. So, jetzt speichere ich vorher mal, weil wenn man hier was falsch macht, ist es lästig. Schnell speichern. Also, jetzt muss ich mal schauen. Die Nähausrüstung wähle ich aus und rüste sie aus. Jetzt hat er die Nähausrüstung ausgerüstet. Wo wir gerade dabei sind, ich hätte hier noch eine Panzerung. Bitteschön, rüste die doch auch mal aus. So. Und jetzt müssen wir zu dem blutenden, heftig blutenden Mann. Dieser Mann sitzt mit zusammengebissenen Zähnen in seinem eigenen Blut und drückt mit der Hand gegen den Bauch. Zwischen seinen Fingern sieht man die Gedärme hervorquellen. Um Gottes Willen. Ohne Hilfe wird er schon bald sterben. Er braucht eine Nähausrüstung, um ihm zu helfen. Bad, is it? Just flesh wound. Am I right? You should see the other guy. So, Nähausrüstung benutzen wir auf die Person hier. Los geht's. You closed my wound. I won't miss staring at my own guts. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier die bewusstlose Frau. Was brauchen wir bei der gleich nochmal? Die Frau steht kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Ach so, die fast bewusstlose Frau. Ja, stimmt. Ihr Körper ist übersät mit blauen Flecken und Beulen, aber zumindest atmet sie noch. Sie hat schwere Verletzungen erlitten, doch die Behandlung ist nicht schwer. Ihr könnt ihre Wunden mit einem Verbandskasten behandeln. Okay. Verbandskasten ausrüsten. Fähigkeiten, Gegenstände, Verbandskasten auf sie anwenden. Es ist alles ein bisschen umständlich, leider, finde ich. Aber geht schon. Jupp. So, und hier haben wir den schwer verletzten Mann. Schwer verletzter Mann. Dieser Mann scheint keine großen Schmerzen zu haben, aber er konzentriert sich sehr auf sein Bein. Man kann den Knochen deutlich durch die Haut durchscheinen sehen. Es ist an mehreren Stellen gebrochen. Das könnte ein böses Ende für ihn nehmen. Wir können ihn mit einem eurer Verletzungskästen. Verletzungskästen. Habe ich sowas? Ich glaube, ich habe echt keinen Verletzungskasten.
Das klingt auch eher nach was, das man benutzt, um andere zu verletzen, oder? So ein Verletzungskasten. Ah doch, hier ist ein Verletzungskasten. Ich habe das mit einem Nähset verwechselt. Ausrüsten. So. Und los geht's. My leg! You said it! Ugh, still hurts like a bitch, but maybe I'll actually walk again. What now? So, wir haben für die Patenten getan, was für Ponten. Sie sollten alle durchkommen. Good. Thank you. One sec, though. I know I've asked a lot of you, and I'm grateful for what you've already done. But I need one more favor. See this girl? She was shot in the head, but there's no exit wound. The bullet's still in there. I need to keep constant watch on her, and I need cleaner, safer facilities to do it. If you let me use the facilities at your HQ, I'll do anything. I'll work as your doctor. I'll fucking juggle for you, Rangers. I just need to save her. Das ist erstens ein unglaublich praktischer Zufall, weil wir nach Personal für unsere Basis suchen. Und zweitens, woher weiß der überhaupt, dass wir eine Basis haben, ein Hauptquartier? Und woher weiß der, dass unser Hauptquartier in irgendeiner Form besser ist als seine provisorische Krankenstation hier? Weil ehrlich gesagt, ist unsere Basis, glaube ich, nicht unbedingt besser als sein provisorisches Haus hier. Weil wir sind auch nur ein ziemlich runtergekommenes, leeres Gebäude. Aber du machst schon was draus, Doc Parker. Passt schon. Ich würde sagen, willkommen an Bord. Thank you. Thank you. You've saved her life. And mine. Need anything before I get my stuff together? Nö. Ich brauche nichts. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Passt schon. Tschüss. See you at the base then. Cool. Wir haben unseren Schiffsarzt. Wobei wir kein Schiff haben. Aber unseren Arzt. So, sehr gut. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir in den Garten der Götter kommen. Der Göttergarten. Gallier sind keine Götter. Stufe 6. Da kommen wir nicht rein. Wer bist du denn? Lupinski, mit dir sollen wir doch reden. Marshall Lupinski, unrasiert und ungepflegt, schiebt sich seine nicht angezündete, zur Hälfte bereits gerauchte Zigarette in den Mundwinkel, während er sich euch nähert. Oder wir uns ihm sich nähern. Oder so. I heard we had some new arrivals wash on in. Military types, they said. Can't really see the difference between you and the ordinary class of mercs. Well, much as I'd love to shoot the shit with you tryhards, Sheriff Daisy said to let you go on in. So, go on. Marshal Lupinski, I expect you to moderate your language in the presence of a young lady. My apologies, Miss West. I meant no disrespect. Best of luck to you and your companions here. Was liegt hinter diesem Tor? It's the Garden of the Gods. Rocks, experimental farms, and now those those Dorseys. Hast du eine Ahnung, wie viele Dorseys da drin sind? Nope. Aha. Dann tschüss. No room for amateurs in this town. You hear? No room. In den Garten der Götter reisen. Das Experimentiergelände. Die seltsamen Gesteinsformationen des Gartens der Götter entstanden während eines geologischen Umbruchs vor Millionen von Jahren. Na dann. Ein Hühnchen! Reach me.
Wir sind Ranger. Rühr dich nicht vom Fleck. Wir kümmern uns um die Dorseys. Oh, thank God. I'll call out if I see you. As long as it's safe. Hey! You on the ledge! Hands up! Oh no. They found me. Dadurch, dass wir Tierflüsterer sind, könnten wir übrigens theoretisch jedes Tier im Spiel zähmen. Theoretisch kann man auch das Huhn zähmen und zu einem Begleiter machen, wenn man Tierflüsterer gut genug ist. Aber man kann immer nur einen Tierbegleiter haben. Und wir haben jetzt schon Major Tomcat. Aber ich müsste mal rumexperimentieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir Major Tomcat theoretisch in der Basis stehen lassen könnten, damit wir andere Tiere rekrutieren. Und dann einfach ganz viele Tiere in unsere Basis holen und dann quasi einen super Tierbegleiter-Kader zusammenstellen. Und wer ist denn unser Tierflüsterer gleich nochmal? Ah ja, ich glaube, das dürfte eher Praxe sein. Da stand gerade was. Dieser Charakter hat bereits einen Tierbegleiter, genau. Grünes Blattgemüse wächst fröhlich unter oben auf dieser Felsspitze, erwärmt von Sonnenkollektoren und anderen seltsamen Geräten. Der Schnee schmilzt zu Wassertropfen, bevor er sie erreicht. My uncle tells me you're a man of questionable morals, Mr. Kwan. Well, that's why I'm on the payroll. Somebody's gotta get their hands dirty. So good folk like you can keep your hearts clean. Ein Eis. That's not how Colorado Springs works, Mr. Kwan. That's how you work. Time for an ass. Well, I'm sure you know best. Hat tatsächlich funktioniert. Cool. Flambierter Eisbrocken, Nähausrüstung und eine Eisaxt. Das könnte vielleicht was für Idolem sein. Und? Verdrückt. Und? Tatsächlich noch besser als der Dorsey-Bauchaufreißer. Die Eisaxt. Und zwar schon ein ganz schönes Stückchen besser. Cool, 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 cool. Mit der Fähigkeit Blitzschlag. Ach so, den kennen wir schon, ne? Den haben wir schon gemacht, oder? War das der? Keine Ahnung. Ausrüsten. Tada! Ich muss ein bisschen rauszoomen hier, damit wir ein bisschen Übersicht haben.